Was habe ich alles dabei? Ja, ich habe ein Kuscheltier mit an Bord. Heute Roomtour 2.0. Und das meine ich echt ernst. Ich habe den Dreh noch nicht ganz raus. Ich liebe es jetzt schon. Bundeswehrkisten kostet ca. einen Huni. Hey Leute, ich bin's Fritz. Im Hintergrund meine wunderschöne G-Klasse. Extra nochmal eingesaut für euch. Damit sich das ja auch lohnt, ja, damit wir auch ein paar schöne Aufnahmen haben, weil ein Offroad-Fahrzeug muss natürlich eine gewisse Patina aufweisen, sonst macht man sich einfach nur lächerlich. Heute Roomtour 2.0. Viele wissen es ja, ich lebe seit über 3 Monaten in meiner G-Klasse, habe meine Wohnung gekündigt, vieles verkauft, aussortiert und das, was ich jetzt quasi noch besitze, befindet sich hier drin. Und heute soll es wirklich darum gehen, was habe ich alles dabei beim Thema Vanlife, Leben in der G-Klasse. Das Fahrzeug an sich habe ich euch ja schon mal komplett vorgestellt. Es gibt eine komplette Umbauserie. Dazu einfach mal unten in die Videobeschreibung gucken, beziehungsweise in die Playlists. Ihr kennt das Spielchen. Und ich würde sagen, legen wir direkt los. Für die Leute, die jetzt neu auf dem Kanal sind, ganz kurz. Das ist eine Mercedes G-Klasse von 2005, Modell 270 CDI, 158 PS. Das Ganze ist ein Dieselfahrzeug und wurde von mir ein Jahr lang umgebaut. Sah vorher nämlich genau so aus. Wie gesagt, erschreckt euch nicht wegen der Farbe, das wird alles noch umlackiert. Dann gab es sehr, sehr viele Stunden, Projekte, Videos und auch Material für euch natürlich vom Umbau. Leck mich doch am Arsch! Das ist doch der Wahnsinn! Ach, schön. Yes. Oh, Dachgepäckträger, Leiter. Tada! Wie gesagt, seit 3 Monaten lebe ich jetzt hier drin. Wohnung ist gekündigt, alles ist weg. Ich bin seitdem in Norwegen gewesen, in Schweden, Frankreich, Italien, Schweiz, Österreich. Auch viel in Deutschland unterwegs, in Polen, in Tschechien, Belgien. Ja, ich war ein bisschen unterwegs. Eine Sache, bevor ich jetzt hier die Türen öffne und das Geheimnis des Inhalts löse, mit was ich allem so klarkomme oder nicht. Kleine Info. Hier ist nichts vorbereitet, hier ist nichts aufgeräumt. Es ist einfach genau der Ist-Stand, so wie es immer ist und so wie es jetzt ist. Mal ein bisschen mehr verkramter, mal ein bisschen aufgeräumter, aber ich habe jetzt nichts für euch arrangiert. Ich bin selbst gespannt, was ich gleich finden werde in irgendwelchen Schubfächern. Ich glaube, das wird ganz spannend. Wir starten einfach hinten drin. Hinten drin wahrscheinlich, oder? Das ist die wunderschöne Hecköffnungstür. Ich weiß, Leute, ja, die schon lange dabei sind, hier sind immer noch keine Klappen dran. Das ist immer noch alles offen, aber irgendwie nutze ich das immer mal so gern, um ein bisschen Müll abzulagern, wenn ich hier in meiner Küche bin. Hier hinten drin habe ich die Kuckuckbox. Das ist ein fertiges Campingsystem für die G-Klasse. G-Box kann man aber auch für alle anderen Modelle, T4 und so weiter kaufen. Müsst ihr euch mal anschauen. Bin damit sehr, sehr zufrieden. Ist einfach eine Box, die reingestellt wird. Und hier drüben gibt es so Spanngurte, damit ist das Ganze verankert. Und hier oben ist noch ein Bett drauf, dass man dann ausklappen kann. Bin hier mitten im Wald. Die Vögel zwitschern noch ein wenig, die paar, die noch da sind, denn wir haben ja schon Herbst. Und im Hintergrund geht hier leicht die Sonne auf. Ich liebe diese morgendliche Stimmung. Wie sehe ich eigentlich aus? Bartpflege. Hier fängt der Hase jetzt nämlich schon an zu humpeln. Ihr dürft noch nicht zu viel sehen. Ist hier halt nicht gescriptet oder so. Ja, das ist einfach jetzt immer so, wie es ist. Fangen nämlich jetzt doch nicht hinten in der Küche an, sondern wir fangen bei meinem Badezimmer an. Und zwar ist das mein Badezimmer Hashtag 1. Mein Gott. Und das mein Badezimmer Hashtag 2. Das ist die Tasche, die ich tatsächlich immer im Alltag benutze. Das ist so ein Deuter Reise-Hygienebeutel, was auch immer. Ja, das kann man so ausklappen und dann hat man hier oben so einen schönen Haken. Und dann kann man das überall ranhängen. Egal, ob man jetzt hier draußen ist oder irgendwie bei Freunden zu Besuch. Keine Ahnung, im Schwimmbad, im Fitnessstudio. Ja, nimmt man einfach mit, klappt das auf. So, was habe ich jetzt hier aber drin, ja? Was befindet sich im mobilen Mini-Badezimmer vom Herrn Meinecke? Ist auch gar nicht verstörend, dass ich in der dritten Person über mich rede. Ganz wichtig, ein sogenannter Tangle-Teaser für die Bartpflege. Und das meine ich echt ernst. Ihr müsst den Bart natürlich auch ein bisschen durchkämmen. Dann passend dazu natürlich ein bisschen Bartöl braucht ihr. Ja, was habe ich hier noch drin? Ich habe hier Haargel drin. Ich habe hier einen wunderschönen Rasierer drin, dass man sich auch mal den Schnurrbi ein bisschen zurechtstutzen kann. Dann habe ich eine kleine Packung Shampoo, Zahnbürste, Zahncreme, Nagelknipser, Nagelfeile, Parfüm, Zahnseide, Knirschschiene, eine zweite Zahnbürste. Und diese zweite Zahnbürste ist tatsächlich dafür da, um mir die Fingernägel sauber zu machen. Aber die hat ja einen gewissen Abstand zu der Zahnbürste, die ich für meine Zähne benutze. Also von daher passt das, Leute. Wisst ihr, was ich einfach liebe? Das hier. Das liebe ich einfach. Sonnenaufgang, herrlich, frische Natur. Das ist halt auch das, warum ich mich übrigens dazu entschieden habe, in die G-Klasse zu ziehen hier. Weil ich dann einfach dieses wunderschöne Naturfeeling hier dauerhaft genießen kann. So, damit haben wir das Badezimmer 1.0 tatsächlich schon fast abgehakt. Denn auf der Rückseite ist noch eine kleine Tasche. Ja, schön ist natürlich auch, dass alles keimig wird, sobald das Auto keimig ist.
So, hier hinten haben wir natürlich noch ein bisschen Vorrat, Leute. Ihr wisst es, ja, immer auch ein bisschen Security und so, Safety First. Das ist auch wichtig. Und dann sind wir mit Badezimmer 1.0 durch. Badezimmer 2.0 habe ich in dieser anderen Hygienetasche, die ist von Tasmanian Tiger. Und ja, was habe ich hier eigentlich drin? Das ist so ein bisschen größerer Kram, den ich auch nicht im Alltag brauche. Hier zum Beispiel eine große Flasche Shampoo, die fülle ich dann immer um, weil ich habe keine Lust, mir immer diese kleinen zu holen, weil die natürlich teurer sind, weil das so Reiseproviant ist. Deswegen habe ich mir einmal eine kleine geholt, einmal eine große. So, das ist hier im Reservoir drin und dann wird das halt immer umgefüllt. Habe ich hier noch Taschentücher drin, Zahnpasta habe ich hier noch drin, meine Haarschneidemaschine, mit der ich meinen Bart stutze. Hier habe ich noch einen Waschlappen drin. Mückenspray ist hier noch drin. Und noch einmal Hirschteigcreme von Wanderungen. Da habe ich nämlich Hygienebeutel 3.0 drin. Und zwar ist das ein ganz kleiner, auch von Deuter, ein leichter. Und den benutze ich quasi für meine Touren. So, Projekt Bart haben wir ja damit abgeschlossen und wollten ja eigentlich mit der Küche starten. Wie gesagt, das ist die Box, Bett hier oben. Hier oben drauf ist einmal meine Bettwäsche, Kopfkissen, Bettdecke. Damit schlafe ich zu 80-90% hier drin. Sobald es, ich sag mal, unter 5 Grad ist oder so ab 5 bis 0 Grad nachts, switche ich dann auf den Schlafsack. Den Schlafsack nutze ich natürlich generell auch im Outdoor-Bereich, wenn ich unterwegs bin. Hier habe ich jetzt mein Defense 4, Z-Light, Isomatte. Hier drüben noch ein kleines Kopfkissen, falls man mal Besuch bekommt, brauchen wir noch ein zweites Kopfkissen. Ne? Aber hier natürlich noch ganz wichtig, diejenigen, die bei den Insta-Stories immer fleißig am Start sind, wissen, das Ding habe ich mal gefunden. Und immer, wenn ich irgendwo an Schlafplätzen bin und da sind zum Beispiel irgendwelche vermüllten Sachen, dann nehme ich mir eine Mülltüte, ja, und dann mache ich wieder Hashtag Fritz räumt auf und dann gehe ich immer ein bisschen aufräumen. Ja Leute, ich weiß, ich fahre einen Diesel, ja, das ist ein bisschen kontrovers, aber ich hasse es, wenn irgendwo an natürlichen Plätzen extrem viel Müll rumliegt. Das ist das gute Stück. Auszug, hier diverse Boxen und auch ein Kanister. Wie gesagt, ich habe jetzt hier nichts vorbereitet. Ich hoffe, ich finde jetzt keine schimmeligen Lebensmittel. Hier habe ich ein Brettchen, ja, zum Schnibbeln. Das habe ich auf meinem Kocher drauf liegen. Der Kocher ist versifft des Todes. Könnte man mal sauber machen. Tomätchen haben wir. Hier haben wir eine Banane. Die könnte man langsam mal essen, würde ich sagen, so wie die aussieht. Ein bisschen Öl. Und diverse Knoblauchzehen. Hier hinten drin von Niklas, von der Schwedentour, noch ein Seelenwärmer, Porridge, bisschen Reis. Ein Apfel, nice. Brühe, das ist auch noch von Niklas. Und hier ist eine kleine Box mit diversen Teesorten drin. Hier unten drunter ist ein Fach mit meinen Kartuschen. Und hier ist so ein bisschen mein Geschirr. Ich besitze eine kleine Pfanne, die ich aber auch sehr oft als Tellerersatz nutze. Also ich esse dann auch einfach direkt aus der Pfanne. Dann habe ich hier meinen wunderschönen Zebra-Topf, 14 cm, absolut geiles Teil, sage ich euch. Und dazu ist nämlich noch so ein Inlet und man hat noch einen wunderschönen Deckel. 750 ml Topf, ja, aus Titan, schweineteuer das Scheißding. Hier wunderschöne Emaille-Tasse, live wild and free. Ja, checkt mein Merch ab, Leute. Gibt es übrigens jetzt auch als Life Begins at the End of Your Comfort Zone Tasse. Und hier habe ich noch eine Bambusschale, die ist gerade noch ein bisschen nass, weil ich vorhin gefrühstückt habe. Ja, und das war's. Kein Teller, kein tiefer Teller, kein flacher Teller. Brauche ich nicht, Leute, ist Quatsch. Völlig überbewertet. So, was haben wir hier? Tortellini, hier so ein bisschen Wurst, Zwiebeln, Knoblauch, Nudeln, Gewürze, Cabanossi-Würstchen. Hier rechts ist eigentlich ein Fach, wo ich so mein ganzes Geschirr drin habe. Haferflocken, Tabasco und nochmal Gewürze. Und hier sind so meine Konserven drin. Ja, das ist so ein bisschen einmal Fisch, aber der Rest ist eigentlich alles im Gemüsekram. Hier ist Mais drin, hier sind Möhrchen mit Erbsen drin. Was haben wir hier? Baked Beans, Bohnen und so weiter. Der Kanister, Brauchwasserversorgung, mein Kochwasser, mein Spülwasser, aber nicht mein Trinkwasser. Also kann ich dafür auch nehmen, aber nutze ich dafür nicht. Mal jede Menge Studentenfutter und Semmelknödel. Die Semmelknödel sind wieder von Niklas noch übrig. Also ich weiß nicht, was mit dem Kollegen nicht richtig ist. Der kauft einen Haufen Scheiß ein und jetzt ist das alles bei mir in der Karre, als ob ich keinen Platz hätte, ey. Zwei kleine Boxen, wo ich immer mein Müsli drin habe. Zweimal Milch, hier irgendwelche Riegel, Roggen. Und einmal Soße. Küche ist damit durch. So, hier ist aktuell mein Boot dran. Das kommt jetzt aber wahrscheinlich runter, weil die Saison jetzt so ein bisschen zu Ende ist. Spritkanister, Wasserkanister, XXL-Kochtopf, zwei Kisten. Passt schon mal nicht, super. Nummer eins haben wir.
Also wir haben hier Isomatte, darunter ist mein Einmannzelt. Hier ist mein Kletterhelm. In dem Kletterhelm ist mein Hüttenschlafsack und meine Schlafsackschüchen. Mein Biwaksack ist hier drin. Hier habe ich aktuell noch eine Taschenlampe von Olight drin. Meine Jacke, meine Bushcraft-Jacke, das ist so eine Lodenjacke. Klettergurt, Kletterschuhe, Klettersteigset, Bootsschuhe. Man muss dazu sagen, dass ich nächste Woche wahrscheinlich wieder extrem aussortieren werde, weil da ist eine gewisse Zeit rum, fast 4 Monate. Und dann werde ich einfach mal gucken, okay, wie ist es jetzt, Herbst kommt, Winter kommt, was habe ich an Ausrüstung gebraucht, was kann wieder eingelagert werden, was kann vielleicht auch verkauft werden. Also ihr seht quasi jetzt noch den aktuellen Stand, wie ich jetzt die letzten 3, 3,5 Monate rumgefahren bin, unterwegs war. Aber da wird sich auch wieder einiges ändern und es wird wieder einiges auch minimalisiert und aussortiert, weil man auch erst nach einer gewissen Zeit merkt, was brauche ich eigentlich und was ist eigentlich völlig überflüssig. Mysterium Beifahrertür, ganz wichtig. Ah, leider ist es jetzt alle. Ja, Studentenfutter. Ihr braucht immer ein paar Nüsse als Snack für den schnellen Zugriff, damit ihr natürlich konzentrationsmäßig am Start seid beim Autofahren. Immer mal so eine kleine Nuss am Wegsnacken. Ganz wichtig natürlich für die Fahrt. Ja, ein Kartenspiel. Eiskratzer, ein paar Hörbücher, Handdesinfektion, eine Parkscheibe, Kaugummis, meine Bauchtasche, einen Zauberwürfel, meine Sonnenbrillenhülle und das Allerwichtigste, mein treuer Begleiter. Winnie the Pooh Bear. Ja, ich habe ein Kuscheltier mit an Bord. So, fragt einfach nicht nach. Es ist einfach Winnie Pooh und Winnie Pooh ist dabei. Das ist auch, ich habe da eine emotionale Verbindung dazu. Und hier habe ich noch ein Fernglas, damit Winnie Pooh auch gerne mal ein bisschen gucken kann, weil Winnie Pooh bilde ich nämlich gerade aus zum Top Scout. Deswegen auch immer schön Möhrchen essen. So, hier vorne liegt gerade übergangsmäßig noch eine ultra lange Antenne. So, und der Plan ist nämlich, die Antenne hier vorne ranzubauen und dann spanne ich die hier hinten so ab. Dann fahre ich wieder zur Tankstelle, wie gestern, und dann kommt so ein Opa und sagt, sag mal, junger Mann, kurze Frage, kommen Sie aus Afghanistan? In Frankreich haben sie mich gefragt, ob ich irgendwelche Abhörgeschichten mache und ob ich irgendwelche Drohnenüberwachungen starte und so. Feuchtes Toilettenpapier. Ansonsten habe ich hier noch meine Akkus, die immer geladen werden müssen, also zum Beispiel Drohne oder Powerbank oder sowas. Generell, Thema Stromversorgung, steht hier was auf der Seite, ja. Aber das kommt, und ich habe es schon angekündigt, im nächsten Video, im nächsten Leben in der G-Klasse Video, das kommt sogar bald, geht es um das Thema Internet und natürlich auch Strom. Ich sage nur Thema Stromversorgung, Solarpanel, Internet, Mobil, WLAN, Router, es ist... Ihr werdet sehen, also Kanal abonnieren, wenn euch das auf jeden Fall interessiert, wie das alles gemanagt wird. Die Mittelkonsole. Ein Strafzettel aus Wien, den ich bezahlt habe, dann kam, schönen Gruß übrigens an Nina, ja, den ich bezahlt habe, dann kam das Geld wieder zurück und gestern kriege ich eine Nachricht, dass ich irgendwie jetzt so eine Mahnscheiße da aus Wien habe. Das regt mich schon wieder auf. Ein Block Textmarker, Edding, Kugelschreiber, so ein bisschen, dass man mal auch eine Notiz machen kann. Hier ein geiler Ratschenkasten, ist von Wirt, ich weiß gar nicht, wie der heißt, habe ich mal von einem Zuschauer geschenkt bekommen. Leute, ohne Scheiß, das Ding ist geil. Ja? So ein kleiner Ratschenkasten, schön aus Metall, nicht aus Plastik, was sofort kaputt geht. Und hiermit habe ich die halbe G-Klasse schon zerlegt. Ja, gestern erst wieder vorne den Scheinwerfer fixiert, weil der locker war. Hier, ganz wichtig, ist der Spork für den schnellen Zugriff. Ja? Wenn du mal hier schnell einen Joghurt essen willst oder einen Salat oder so. Hier mein Multitool, das von Victorinox, habe ich auf dem Gear-Channel vorgestellt. So, hier ist so ein bisschen auch so ein bisschen Scheiß drin, sage ich mal. Ne? Hier ist zum Beispiel ein Anspitzer drin. Ja, keine Ahnung. Und hier ist noch so ein kleines Öffnungstool, um den ein oder anderen Zufahrtsweg zu öffnen. Auf legal. Dann haben wir bei dem Fahrzeug ja unter den Sitzen jeweils hier noch so Fächer. Unterm Beifahrer und unterm Fahrersitz. Feuerlöscher. Kann ich jedem empfehlen. Habt einen Feuerlöscher im Auto. Wenn nicht für euch selbst, dann vielleicht für andere. Bremsenreiniger. Eine Radpumpe. Franzose heißt das Ding, glaube ich. Oder Engländer. Fernbedienung für die Seilwinde. Ein Vorhängeschloss, Kettenfett fürs Fahrrad, ein kleines Vorhängeschloss, Zweikomponentenkleber, Schleifpapier zum Anrauen für den Zweikomponentenkleber, Kabelbinder, Panzertape, braunes Paketband, durchsichtiges Paketband, jede Menge Haare am durchsichtigen Paketband. Wo kommen diese ganzen langen Haare her? Eine Restrolle braunes Paketband, mein Wanderschuhpflege-Lederset. Fach des Fahrers. Erste-Hilfe-Set, Warndreieck und Warnweste. Hier nochmal eine zweite Warnweste für den Beifahrer, WD-40. Hier kann das Rad abfallen, der Motor explodieren, bisschen Kontaktspray und schon geht das. Schwarzen Lacken-Mattspray. Meine ganzen Spanngurte drin. Expander. Hier von meinem guten Opa habe ich noch ein Abschleppseil bei. Also auch wenn die Ladies mal ein bisschen nicht so spuren, dann Kabelbinder, Panzertape,
Abschleppseil und schon läuft das. So, kommen wir jetzt in den hinteren Bereich und da ist jetzt was neu. Aber seht einfach selbst. Ich habe den Dreh noch nicht ganz raus. Und zwar habe ich endlich mein Bike. Ich habe es vorgestern abgeholt. Ich liebe es jetzt schon. Und zwar ist es mein Rose Backroad. Ich werde nachher noch eine kleine Tour starten. Heute, ich fahre noch Richtung Nordsee und werde da wahrscheinlich schön am Meer entlang düsen. Die ersten 50 Kilometer sind durch. Gerade glatte Strecken, soweit das Auge reicht. Also aktuell bin ich eher so ein bisschen am Humpeln, aber ich denke mal, ich werde morgen kaum Muskelkater haben. Übrigens, zum Thema Bräune. Froschschenkel ist da. Alter, sieht das scheiße aus. Ich habe mit dem Fahrrad auf jeden Fall auch einige Touren vor. Da wird sicherlich auch mal das ein oder andere Video kommen zu einem Mikroabenteuer. Ich hätte auch Bock auf eine Transalp, aber das wird nächstes Jahr sicherlich erst was. Stoneman Road Edition hätte ich auch Bock. Das Ganze ist übrigens kein Rennrad, sondern ein Gravelbike. Ich will jetzt gar nicht zu viel dazu sagen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ich irgendwann mal ein komplettes Video machen soll über das Bike. Ich habe natürlich noch die ganzen Bikepacking-Taschen und so weiter. Aber das werdet ihr alles noch sehen. Ja? Wer es nicht abwarten kann, folgt mir bei Instagram. Da seht ihr natürlich auch ein bisschen was dazu. Das ist jetzt gerade der Stand der Dinge. Es sieht hier jetzt etwas unaufgeräumt aus. Aber im Endeffekt besteht das System aus 4 Kisten und einer Tasche. In dieser Sporttasche sind aktuell natürlich ganz klar Sportsachen und Holznägel, die noch geschlagen werden müssen, aber die schon mal vorbereitet sind. Und ein Deo. Ja, fragt einfach nicht. Mein Tagesrucksack von TT, Combat Pack. Also, wir haben hier 2 Bundeswehrkisten. Größe A5, Modell Zarges, Aluminium. Gibt es bei eBay Kleinanzeigen. Ich habe mir mal 10 Stück davon gekauft. Eine kostet so circa einen Huni. 100 Euro für so eine Kiste ist natürlich extrem teuer, aber das ist quasi wie eine Art Pfand. Weil ihr kriegt die halt auch wieder so verkauft. Und hier drin ist mein Kleiderschrank. Für die meisten natürlich jetzt ultra spannend. Was hat Herr Meinecke überhaupt an Kleidung dabei? Wir gehen mal kurz in diese andere Kiste hier vorne. Die seht ihr jetzt nicht. Aber hier habe ich noch eine Tasche mit 2 Pullovern. Also so Hoodies. Eine Regenjacke, die ist nochmal extra. Und meine Wattejacke, nenne ich sie immer. Na, also so eine Down, nee, ist keine Down, es ist G-Loft. Also so eine Kunstfaserjacke, die halt wärmt. Auf der einen Seite sind meine ganzen T-Shirts, die sind alle gerollt. Ich zähle mal ganz kurz durch. 9, 10, 11, ich habe ca. 12 T-Shirts. Ist das viel, ist das wenig? Ja, ist eigentlich schon recht viel, würde ich sagen. 12 T-Shirts. Ja. Also dafür, dass ich in einem Auto lebe, auf minimalistisch, ist 12 schon recht viel, aber muss man halt nicht ganz so oft waschen. Schlüpper, Badehose und Socken. Socken habe ich halt sowohl längere Socken, na, so Wandersocken, sowas in die Richtung, als auch klassische Sneakersocken, sowas wie ich jetzt dann habe, wenn es halt noch ein bisschen wärmer ist. 2 kurze Sporthosen, die ich aber auch sehr, sehr viel im Sommer anhabe. Dann habe ich 2 Outdoorhosen, eine Jeans, 2 kurze Hosen, wo ich eine von anhabe, eine ist hier drin. Und hier unten drunter ist tatsächlich, man mag es kaum glauben, doch eine Anzugshose. Und passend dazu ist hier in der Mitte mein Wäschebeutel. Kiste allerlei. Hier Y-Food. Oh, das ist leer. Was ist da los? Hier noch 2 Flaschen Jever von meiner Kooperation auf Instagram. Habt ihr ja gesehen mit der Islandreise, die ich da für euch rausgehauen habe. Sonnenspray nennt man das, glaube ich, genau. Hier, schöne Grüße gehen raus an Max. Ja, meine Radmütze. Eine Angel. Ja, schöne Grüße gehen raus an Hubertus von Fishing King. Hier ist noch so ein bisschen allerlei. Hier sind einfach nur Kisten. Hier sind nur Kisten. Hier ist mein kleines mobiles Büro. Da sind einfach so ein paar Unterlagen drin. Hier ist noch ein Handtuch drin, was normalerweise in meiner Sporttasche ist. Hier übrigens noch eine kleine Tasche mit meiner Kopflampe. Da ist noch eine Festplatte. Hier sind Wäschetabs. TRX Trainingsbänder. Hier sind ein Haufen Bücher, Festplatte, ein bisschen GoPro-Zubehör, Bildkameras, nochmal Festplatten, da ist meine alte Kamera drin, die ist kaputt, Mützen. Machen wir uns nichts vor, hier herrscht noch ordentlich Optimierungsbedarf. Ja, ich habe mit dem Projekt einfach angefangen, einfach rein, Kisten, bam, bam, bam und los. Und jetzt gucke ich einfach nach und nach und merke dann halt, okay, nee, brauche ich nicht. Ich brauche keine 15 Bücher mit haben. Mir reichen noch 2 oder 3. Einfach machen. Einfach raus, reinschmeißen, Kissen und los. Und dann werde ich schon merken, was ich brauche und was nicht. So, hier ist jetzt ein bisschen die Technik-Ecke. Ne, Laptop ist normalerweise nicht hier, der ist eigentlich woanders. Den habe ich aber gerade gebraucht. Hier meine Drohne. Hier noch diverse Sachen für Kamerazeug. Irgendwelche Filter, Ladekabel. Alles Technikgedöns. Kamera, Akkus, Stative. Die rechte Kiste ist so ein bisschen meine kleinteilige Outdoor-Grabbelkiste. Hier ist zum Beispiel meine Pfanne drin, hier ist noch mein Angelset drin,
Hier, ja, Messer, Säge, Schnüre, Paracord, Wasserfilter, Akkus, Taschenlampen, Gaskocher, hier nochmal diverse Schnüre, Kienspan, Lampen, Feuerkit. Ich habe noch einen Keller. Und zwar, schaut mal hier. Hier ist so eine eingebaute Platte drin. Hier seht ihr die. Das heißt, ich habe hier unten nochmal Stauraum und hier ist auch nochmal ein bisschen was drin. Hängematte. Ein Raincover. Mein Underkilt für die Hängematte. MRE. MRE 2. Natürlich ein Paddel. Vielleicht brauchst du auch zwei Paddel. Hier ist noch ein EPA. Und was fehlt natürlich noch? Na klar, ein EPA. Tarp Nummer 1 und Tarp Nummer 2. Sommerstiefel. So, aber die sind zum Beispiel jetzt für die Herbsttage und sowas. Kleine Munitionsbox, wo meine Patches zum Verschenken drin sind, Autogrammkarten und so weiter. Auf der Seite ist mein Wasserflaschen-Pfandlager. Also hier habe ich mein Trinkwasser drin. Gelegenheiten. Stuhl Nummer 1. Und für Besuch Stuhl Nummer 2 für den Beifahrer. Meine Einkaufstüte, Öl, Geschirrtuch, Wanderstöcke, meine lange Katana Boy 500 Silky-Säge, meine wunderschöne Hulterforce-Axt, mein Tropenschlafsack. Ansonsten hier noch zwei Lüftungsgitter für die Seiten, für die Fenster. Ich habe hier noch meinen Bachschild 45 mit. Das ist quasi ein 45-Liter-Rucksack. Mein Trekking-Wander-Leichtrucksack, den ich auch für die Alpenüberquerung genutzt habe. Mein TT Raid Pack 45, gleiche Literanzahl. Mein Bärenfell. Denn wenn es mal wieder bushcraftig bald losgeht, und ich habe einiges vor, Leute. Wenn irgendwelche Fragen sind, wenn irgendwas unklar ist, schreibt es in die Kommentare, Leute. Was wollt ihr noch wissen? Was kann ich optimieren? Ich brauche jetzt mal hier ein bisschen Feedback. Ja, was kann man machen? Was kann wegfliegen? Schreibt es in die Kommentare. Kanal abonnieren nicht vergessen, um kein weiteres Video zu verpassen und auch nicht das neue Projekt zu verpassen, was schon in Planung ist. Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.